Ein Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Bleiben Sie weiterhin in der Leitung, so kostet Ihr Anruf einmalig 20 Cent aus dem Festnetz und 60 Cent pro Anruf aus den deutschen Mobilfunknetzen. Guten Tag. Ja, grüezi, Grindelwald. Bin ich da beim Beitragsservice? Beim Beitragsservice, ja. Ja, wunderbar. Also können Sie mir wohl bei einer Frage behilflich sein? Na, wir schauen mal. Ja, und zwar wollte ich mich mal erkundigen, ob ich als Schweizer mit deutscher Geschäftsniederlassung dann auch da Ihrer Meinung bin, diesen Beitrag zahlen zu müssen. Wenn Sie hier bei uns eine Betriebsstätte haben, dann sind Sie hier auch beitragspflichtig, ja. Auch wenn das nur ein kleiner Lagerraum ist. Ja, das ist aber nicht relevant. Ja, okay, weil wir haben eine Schweizer Boyband, wir spielen der Alphörner. Das ist eine sehr schöne Musikrichtung. Und jetzt hat mein Manager mir gerade eine E-Mail geschrieben, der sagt hier, bei der Lagerhalle, da haben wir die Alphörner und die CDs liegen. Und da ist jetzt eine Rechnung gekommen für die letzten Jahre. Und da wollte ich mal fragen, ob das in Ordnung ist so, oder ob das sich darum ein Irrtum handelt. Wir machen das mal so, ich stelle Sie durch zu den Kollegen in die zuständige Abteilung und die besprechen das mit Ihnen, dass wir das aufklären können. Ja, ja? Was ist das denn für eine Abteilung? Die Fachabteilung ist das, die sich damit in Anmeldung auskennt. Das ist großartig. Kleinen Moment. Vielen Dank. Kleinen Moment, bitte. Service von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Guten Tag. Ja, grüezi, Grindelwald. Ich bin zu Ihnen verbunden worden, weil ich da eine Frage wegen der Anmeldungsunterlagen habe. Ja, können Sie mir die Beitragsnummer nochmal nennen, ja, weil die ist leider nicht mit übermittelt worden. Ja, die konnte ich der Kollegin auch leider nicht geben. Ich wollte eigentlich nur eine grundsätzliche Frage abklären und dann hat ja, die mich weiter verbunden. Und zwar geht es darum, wir haben in der Schweiz, da haben wir eine Alphornisten-Musikgruppe. Und wir haben in Deutschland so einen kleinen Lagerraum, weil sie können ja nicht immer die 13 Meter langen Alphörner mitschleppen. Darum haben wir einen Lagerraum. Und jetzt hat der Manager mir eine E-Mail geschrieben. Da ist eine Rechnung von Ihnen gekommen für die letzten Jahre. Das ist mehrere hundert Euro, die wir da bezahlen sollen. Da wollte ich mich erkundigen, ob das alles seine Rechtlichkeit hat. Mhm. Oder also es ist Versehen so, wenn ist. Wenn in diesem Lagerraum kein Arbeitsplatz eingerichtet ist, also sprich da auch nicht jeden Tag jemand seinem Beruf nachgeht, sondern da wirklich nur die Musikinstrumente gelagert werden, dann ist da kein Rundfunkbeitrag zu zahlen, aber da brauchen wir dann eine Information drüber. Ja, da ist ja können Sie mir die Adresse sagen, unter der das gemeldet ist, dann könnte ich mir das mal raussuchen. Ja, das ist leider nicht nur ein Lager, wir haben da auch einen Büroplatz, wo der CD-Versand erfolgt. Ja, dann ist da tatsächlich ja ein Arbeitsplatz eingerichtet. Für den wäre dann ein Rundfunkbeitrag von 5 Euro, aktuell 5,83 Euro monatlich zu zahlen. Ja, ist das denn auch, wenn wir da gar keine Geräte von Ihnen stehen haben? Weil wir sind da ja nur ja, zum Arbeiten. Ja, das wird unabhängig von, es wird ja nicht mehr nach Rundfunkgeräten berechnet, sondern pro Betriebsstätte. Und in dem Fall haben Sie dann da eine Betriebsstätte, von der aus Sie ja agieren und CDs versenden in dem Fall. Ja, das ist richtig, aber ich habe ja so mit Ihrem Unternehmen ja gar nichts zu tun. Das ist ja schon etwas merkwürdig für mich als Schweizer. Ist aber deutsches Gesetz, egal wo die Firma ist, wenn die in Deutschland eine Betriebsstätte hat, dann ist da eine Beitragspflicht und dann muss da gezahlt werden. Das ist ja schrecklich, seit wann ist das denn so? Seit 1. Januar 2013. Ja, auf dieses Datum datiert sich wohl auch dieses Schreiben. Und jetzt sind wir da verpflichtet, diesen Beitrag zu begleichen. Solange Sie eine Betriebsstätte in Deutschland haben, ja. Und was ist, wenn wir das kündigen da vor Ort? Müssen wir das dann trotzdem bezahlen? Dann schicken Sie uns eine Abmeldung, dann können wir das für Sie wieder abmelden. Aber bis dahin ist der Rundfunkbeitrag beitragspflichtig. Das heißt, wir können uns jetzt nicht abmelden und dann ist es nicht gegessen, sondern wir müssen das jetzt bezahlen? Nein. Genau. Ja, wir sind doch nur eine kleine Band, das sind so viele hundert Euro. Ja, aber Sie haben da einen Beschäftigten oder gibt es denn da einen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten oder wie ist das? Sicherlich. Ja. Und dann eben sein Gehalt müssen Sie ja dann auch bezahlen und dann sind Sie leider beitragspflichtig. Oh, das ist ja schrecklich. Und wie sollen wir das jetzt machen? Kriegen wir denn, wenn Sie sagen für Rundfunk und Musik und alles, kriegen wir als Kulturschaffende denn dann auch Geld von Ihnen? Wenn Sie in Deutschland auftreten, vermutlich. Sie haben ja auch Einnahmen dann durch die CDs, die werden Sie ja wahrscheinlich auch in Deutschland vertreiben. Ja, sicherlich, aber ich habe noch nie von Ihrer Firma Geld bekommen. Nee, von uns, wir sind ja auch nicht die GEMA. Ja, das ist richtig, aber deswegen frage ich ja, wenn... Nein,
wenn Sie mit ARD und ZDF einen Vertrag haben und dort auftreten, bekommen Sie von denen sicherlich auch Geld. Nee, das haben Nur wir leider nicht. Deswegen ist hier die Frage, ob wir da vielleicht einen Bonus für uns rausschlagen können, wenn wir das schon bezahlen müssen, dass wir also da nicht über, Rendite bekommen. Also nicht über uns. Über uns leider nicht, weil da haben, mit der Programmgestaltung haben wir hier nichts zu tun. Da müssen Sie sich direkt an ZDF und ARD das wenden. Das hätte hier sein können, dass Sie für uns da eine Empfehlung aussprechen können. Leider nicht, da haben wir keine Möglichkeiten. Jetzt ist ja die Frage, was würde denn passieren, wenn wir das nicht bezahlen? Dann geht das über kurz oder lang zum Gerichtsvollzieher. Ach, Remine. Ja. Ihr könnt ja vor Freude jodeln, das gibt's doch gar nicht. Und dann würden die CDs wegnehmen. Dann wird gepfändet, was pfändbar ist, ja. Die können denn nicht, die haben gar nicht so große Wagen, dass die Alphörner mitnehmen können. Das kann ich Ihnen nicht sagen, da gehe ich mal schwer von keine aus. Erfahrung. Und was wollen die dann machen? Wollen die dann mein Schweizer Nummernkonto pfänden? Das können Sie ja, weil ich glaube nicht, dass das möglich ist im Ausland. Sehen Sie, dann genau das wollte ich, darauf wollte ich ja hinaus. Und die können mich auch suchen kommen. Ich sitze oben auf der Alm in meiner Hütte, da kann mich keiner finden. Und wenn die da angefahren kommen, dann trete ich einmal in das Alphorn und dann gibt es eine Lawine. Wird nur vor Ort gefändet, in der Betriebsstätte selbst, wenn überhaupt. Ja, das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Wo ist denn, wir sind ja jetzt immer auf Tournee. Ich muss ja gucken, wann wir das alles regeln können. Wann ist denn, wo sitzt denn Ihre Firma? Wo ist denn der Hauptsitz? In Köln direkt. In Köln haben wir in zwei Wochen ein Konzert. Können wir da vorbeikommen und das besprechen? Wir haben hier eine Filiale, da können Sie vorbeikommen auf dem WDR-Gelände. Das ist ja großartig. Ist das ein großes Gebäude? Ja, es ist direkt im Empfang, können Sie da vorbeikommen, zwischen 8.30 Uhr bis 16 Uhr von Montags bis Mittwochs und Donnerstags bis 18 Uhr. Ist das ein großes Foyer bei Ihnen? Ja, also Sie können das vor der Tür parken. Das ist ja großartig. Wissen Sie, dann habe ich eine Idee. Wir können das ja so machen, wir kommen zu Ihnen und werden auch ein Konzert geben und dann können wir das Ganze vergessen. Das fürchte ich, leider ist das nicht möglich. Aber warum nicht? So, haben Sie schon mal ein Alphorn-Konzert im Foyer von der GEZ gehört? Nein, ich glaube, das wäre das erste Mal. Das werden wir dann für Sie organisieren. Ich werde Ihnen VIP-Karten beschaffen. Das wäre eine Sensation, ja. Ja, in der Tat. Und dann können wir das hier so machen, weil ich will ja Ihre Sachen nicht haben und muss dafür bezahlen. Und dann wollen Sie vielleicht auch gar nicht meine Alphorn-Musik hören. Aber dann müssen alle Anwesenden müssen dann einen Vertrag mit uns eingehen. Wie halten Sie? Ja. Soll das eine gute Lösung für alle Beteiligten sein? Ich fürchte, das wird so nicht möglich sein. Da müssen Sie mit dem WDR klären, ob Sie da auf das Gelände kommen. Schon, mich hat ja vorher auch keiner gefragt, ob wir das in unseren Räumen haben wollen. Ja, es ist halt eine gesetzliche Regelung in Deutschland. Ja, und dann werden wir jetzt mal Schweizer Regeln einführen. Da werden wir mit den Alphörnern zu Ihnen kommen. Haben Sie da Platz für 16 Alphörner inklusive Spielen? Das könnte etwas schwierig werden. Ja, dann müssen die gruppenweise auftreten. Also wir haben den ganzen Tag Zeit, um uns dankbar zu erweisen für diesen großartigen Service, dass wir für nichts Geld bezahlen sollen. Das ist mir die Zeit durchaus wert. Kennen Sie die Sängerin Callas, die angeblich mit ihrer Stimme Glas zum Platzen bringen kann? Ja. Wir können das mit unseren Alphörnern. Wir können das ja mal demonstrieren. Was halten Sie davon? Da können wir mal für frischen Wind in diesem verstaubten Beamtenapparat sorgen. Ja, könnte sein, dass der WDR da nicht so glücklich drüber ist. Ja, ich bin auch nicht glücklich mit dem, was der WDR mit uns macht. Ja. Sehr gut, dann werde ich sagen, dass Sie einen Backstage-Pass bekommen sollen und dass Sie das Konzert genehmigt haben. Ich kann hier nichts genehmigen. Ja, Sie haben sie doch schon getan, Sie haben doch Ihr Einverständnis gegeben. Nein, ich habe nur gesagt, Sie können gerne unsere Filiale besuchen, die ist hier im Foyer und da können Sie gerne auftreten. Die Sachen klären, was die Zahlung angeht. Ja, die Zahlung für unsere Gage für den Auftritt, da werden wir schon einiges veranschlagen. Und das werden wir dann den Opfern von diesen ganzen Machenschaften spenden. Was meinen Sie, was könnte da zusammenkommen? Wie viele Menschen leben da in der Filiale? In der Filiale sind 2 Personen, glaube ich, oder 3. 2 Personen, da müssen wir die Eintrittspreise sehr hoch ansetzen. Gut, wann passt es Ihnen denn am besten? Da kann ich Ihnen jetzt nichts zu sagen. Wenn Sie in Köln sind, können Sie gerne unsere Filiale besuchen. Ja, ist wunderbar. Aber ansonsten, da können Sie das klären mit Ihren Zahlungen. Es gibt auch die Möglichkeit, das in Raten zu zahlen, wenn Sie es nicht auf einmal zahlen können. Ja, wir haben ein defektes Alphorn, können wir das vielleicht den Zahlern geben bei Ihnen? Obwohl das Alphorn ist immer noch kaputt, immer noch mehr wert als dieser Schwachsinn, den Sie da anbieten.
Ja, ist leider aber nun mal in Deutschland Gesetz. Das ist eine gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung und da kommt halt keiner drum rum. Ja, wenn Sie jetzt schon leider sagen, vielleicht möchten Sie sich dann eine andere Arbeit suchen. Wer hätte noch einen Platz im CD-Versand für Sie? Nein, danke. Das möchte ich lieber nicht. Sie haben so eine nette Telefonstimme und dann könnten Sie wunderbar unsere CDs verkaufen und ich gebe Ihnen ein Privatensemble von der Alphorn Orchester. Nein, danke. Ich glaube, das wäre mir dann doch etwas zu laut. Haben Sie was gegen Schweizer Kultur? Nein, aber Alphörner sind sehr laut. Ja, das ist richtig. Deswegen sage ich ja, wir können das Glas zum Platzen bringen. Ja, nein, aber wie gesagt, Sie können das gerne in Ratenzahlungen abtragen, wenn Ihnen das zu viel ist auf einmal. Die sind zins- und kostenfrei bei uns. Und dann sagen Sie uns die Beitragsnummer und dann können wir da gerne nochmal drüber reden. Ja, und wo kann ich das Alphorn dann hinschicken? Zur Schuldtilgung? Ich glaube nicht, dass wir das annehmen können. Wir nehmen nur Geld. Gesetzliches Zahlungsmittel in der Schweiz. Zinkalphörner, Zinkgröße Aber Nummer 4. Nicht in Deutschland. Ja, das ist, man muss sich doch einmal an andere Kulturen orientieren in der Europa. Ja, die Schweiz gehört ja nicht zur EU. Ja, wir reden ja von Europa, nicht von der EU. Das ist ja nicht das Gleiche. Ja. Europa, doch, gab es lang, Europa gab es lange vor der EU. Und da war alles viel besser. In der EU ist der Euro Zahlungsmittel, keine Alphörner. Aber ich glaube, das Gespräch bringt jetzt auch nichts mehr. Ich muss das leider beenden. Ich habe noch ein paar andere Kunden, die auf mich warten. Darf ich Ihnen eine CD schicken? Sie waren so freundlich. Sie können das gerne versuchen. Ich weiß nicht, ob die hier ankommt. Ja, können Sie mir bitte Ihre Adresse geben? Die steht auf unseren Rechnungen drauf. Nein, Ihre Adresse? Ich möchte das hier nicht die Firma schicken, sondern Ihnen. Nein, tut mir leid. Die kann ich Ihnen nicht geben. Ja, aber nicht illegal aus dem Internet herunterladen, versprochen? Das würde ich nie tun, versprochen. Das hört sich sehr gut an. Und ja, was wollen wir jetzt machen? Ja, wie gesagt, Sie können die Zahlung, zur Zahlung sind Sie verpflichtet, weil Sie eine Betriebsstätte in Deutschland haben. Wenn richtig. Da eine Person fest angestellt ist und es nicht nur ein Lager ist, dann wird das mit der geringsten Staffel 1 auch mit 5,83 Euro monatlich berechnet. Ja, bei uns ist das so, weil Sie haben ja noch nie ein Alphorn-Konzert besucht, richtig? Richtig. Ja, dann sind Sie bei uns auch in der niedrigsten Staffel und müssten 16 Franken im Monat bezahlen, weil Sie theoretisch ja die Möglichkeit hätten, das irgendwann mal zu machen. Sollen wir Sie hochstufen oder sind Sie mit dem niedrigsten Betrag einverstanden? Gut, ich beende jetzt das Gespräch. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Ja, sehr gerne. Suchen Sie sich bitte eine anständige Arbeit. Da, jetzt hat die einfach aufgelegt. Ich werde die Schweizer Botschaft informieren. Die darf nie wieder einreisen.